Und hier bist du, auf der Erde, vor 66 Millionen Jahren. Es ist eine der wärmsten Perioden in der Geschichte des Planeten. Es gibt noch keine Eiskappen. Alles ist üppig und grün. Dinosaurier durchstreifen die Erde. Gigantische Sauropoden kauen friedlich an blühenden Pflanzen und Bäumen. Ihre Jungen sind dicht an ihrer Seite. Du reckst deinen Hals, um ihre Köpfe 5 Stockwerke über dir zu sehen. Aber dann siehst du etwas ganz anderes. Einen hellen Fleck am Himmel. Eine Sternschnuppe. Schnell, wünsch dir etwas. Warte einen Moment. Der Stern wird größer und heller. Diese großen Reptilien haben keine Ahnung. Der heutige Tag markiert den Beginn eines der größten Massenaussterbens in der Erdgeschichte. 3/4 des Lebens auf unserem Planeten wird ausgelöscht werden. Hey, wir verstecken uns einfach hier drüben und schauen zu. 5 Sekunden vor dem Aufprall. Der Meteorit riss ein Loch durch unsere Atmosphäre wie eine Nadel in einen Ballon. Die daraus entstehende Überschall-Schockwelle beginnt sich um den Globus zu wälzen. Du könntest sie auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten hören. Das kosmische Monster, das auf die Erde fällt, hat die Größe des Mount Everest. Mindestens 10 Kilometer breit und 460 Billionen Tonnen schwer. Der Meteor ist heiß und schnell. Er rast mit 20 Kilometern pro Sekunde direkt auf die Halbinsel Yucatan im heutigen Mexiko zu. Bei dieser Geschwindigkeit könnte er von LA nach New York in weniger als 4 Minuten fliegen. Aufprall. Der berggroße Asteroid stürzt auf die Erde. Wäre er woanders eingeschlagen, sähe das Leben auf diesem Planeten heute vielleicht ganz anders aus. Die Halbinsel Yucatan, damals lag sie fast vollständig unter Wasser, war nur einer von 8 Orten auf der gesamten Erde, wo ein riesiger, vernichtender Weltraumbrocken einschlug. Das bedeutet, dass der Asteroid nur eine 13%ige Chance gehabt hatte, ein Massensterben zu verursachen. Und er traf zufällig genau die richtige Stelle. Da haben wir wohl Glück. Am Punkt des Aufpralls gibt es eine Explosion, die eine Milliarde Mal stärker ist als der gewaltigste Vulkanausbruch. Das Licht ist so hell, dass es aussieht, als wäre eine neue Sonne auf der Oberfläche unseres Planeten erschienen. Der Meteorit gräbt sich tief in die Erdkruste und explodiert in eine Million Stücke. Du kannst immer noch die Narbe sehen, die er hinterlassen hat. Der Chicxulub-Krater ist 150 Kilometer breit und 20 Kilometer tief. Er könnte den gesamten US-Staat Vermont und 24 Burj Khalifas übereinander gestapelt aufnehmen. Etwas, das so eine große Spur hinterlässt, muss globale Konsequenzen haben. Die Erde schlägt Wogen. Die Schockwelle breitet sich über Tausende von Kilometern aus. Die Luftstöße machen die Wälder in einem Augenblick platt. Alles innerhalb des Schlagradius wird in Flammen gesetzt. Nichts überlebt Ground Zero. Aber das war erst der Anfang. Kleinere Fragmente des Meteoriten und auch Teile der Erde, die durch den Aufprall ausgegraben und verdrängt wurden, fliegen bis nach Kanada. Am Himmel leuchten grelle Feuerbälle. Auch sie schlagen auf die Oberfläche ein. Dinosaurier, die sich nicht im Explosionsradius befanden, rennen in Panik. Aber sie können sich nirgendwo verstecken. Es wird nur noch schlimmer. Die Schockwellen rasen über das Meer. Der Tsunami ist mehr als einen Kilometer hoch, wenn er auf die Küste trifft. Die Wellen breiten sich weiter aus und erreichen die entferntesten Ecken des Planeten. Sogar über den Pazifik und hinauf in den Nordatlantik werden sie 5 Stockwerke hoch. Sie spülen alles weg, was ihnen im Weg steht. Neben den wütenden Bränden und Tsunamis von der Größe eines Wolkenkratzers wird die Erde erschüttert von den schlimmsten Erdbeben in ihrer Geschichte. Ein Planet, der vor ein paar Minuten noch üppig und voller Leben wimmelte, hat sich in einen albtraumhaften Ort verwandelt. Aber das war erst Phase 1. 5 Minuten nach dem Einschlag. Kleine Steine, Staub und Asche steigen hoch in die Atmosphäre. Diese Objekte erhitzen sich und schmelzen. Sie verwandeln sich in heiße Lava, die wie brennender Regen zu Boden zu fallen beginnt. 10 Stunden nach dem Einschlag. Die Feuer verschlingen weiterhin alles, was ihnen in den Weg kommt. Einige überlebende Dinosaurier in Nordamerika versuchen, in unbekannte Gebiete zu fliehen. Aber sie erreichen nur dichte Sümpfe und können nicht entkommen. 15 Billionen Tonnen, das entspricht 2,5 Millionen Mal dem Gewicht der großen Pyramide von Gizeh, so viel Asche und Ruß werden in die Atmosphäre freigesetzt. Es ist eine Wolke, die den gesamten Planeten bedeckt und die Sonne blockiert. Die Erde versinkt in Finsternis. Überlebende Pflanzen können keine Photosynthese betreiben und der Sauerstoffgehalt sinkt. Alle Tiere, die an diesem Punkt noch leben, werden einfach ersticken. Aber die schlimmste Folge für die Erde war das Aussterben des Phytoplanktons.
Das ist die gesamte ozeanische Nahrungskette, die wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Viele Meerestiere haben ihre Hauptnahrungsquelle verloren. Die überlebenden Tiere an Land finden auch nichts mehr zu fressen. Es gibt keine Pflanzen für Pflanzenfresser und bald auch keine Pflanzenfresser mehr für Fleischfresser. Und dann ist da noch der saure Regen. Der Chicxulub-Meteorit schlug an einer Stelle ein, an der viel Schwefel lag. Die Hitze des Einschlags lässt das giftige Gas sofort verdampfen. Es vermischt sich mit der Luft in der Atmosphäre und fällt als saurer Regen auf den gesamten Planeten. Die Ozeane werden giftig. Wer bis jetzt noch am Leben ist, den holt die Kälte. Mit der verdunkelten Sonne beginnt der brennende Feuerball, der unser Planet ist, sich abzukühlen. Was am Ende noch übrig ist. Pflanzen haben ein bisschen mehr Glück als Tiere. Samen und Pollen sind in der Lage, diese harten Zeiten zu überstehen. Die ersten, die den Kohleplaneten langsam grün färben, sind Farne. Der Wind trägt ihre Samen und verteilt sie über 10 Jahre lang über die Erde. Dann kommen die Palmen. Die neuen Pflanzen produzieren Sauerstoff und ernähren kleine Säugetiere. Von den Reptilien konnten nur Schildkröten und alte Vorfahren der Krokodile die Temperatur und den Säuregehalt im Gewässer überleben. Unglaublich, dass auch einige vogelähnliche Dinosaurier überlebt haben. Andere Vogelarten entwickeln sich weiter und leben sogar heute noch. Aber leider sind alle Landtiere über 25 Kilogramm ausgestorben. Es dauerte viel länger, bis sich das Tierreich wieder erholt hatte. Größere Säugetiere wie Nashörner tauchten erst 15 Millionen Jahre nach dem Verschwinden der Dinosaurier auf. Der Blauwal, das größte Lebewesen, das jemals auf der Erde gesehen wurde und sogar größer ist als jeder Dinosaurier, tauchte erst vor etwas mehr als 4 Millionen Jahren auf. Hatten die Dinos eine Überlebenschance? Wissenschaftler sagen, wenn der Meteorit in den tieferen Ozean eingeschlagen wäre, wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. Ja, die resultierenden Flutwellen wären 10-mal höher gewesen als die, die sowieso schon über den Planeten hinweggerollt sind. Aber selbst ein gigantischer Megatsunami wäre nicht in der Lage gewesen, 75% der Pflanzen- und Tierwelt auf der Erde auszulöschen. Was den Dinosauriern wirklich geschadet hat, war die globale Verdunklung. Wenn der Meteorit in tieferem Wasser eingeschlagen wäre, nicht im flachen Meer des Golfs von Mexiko, dann hätte er nicht so viel Staub und Asche in der Atmosphäre aufwirbeln können. Dadurch sank der Sauerstoffgehalt und schnitt die Nahrungskette von ganz unten ab. Es gibt eine Theorie, dass der Klimawandel und andere Bedingungen auf der Erde auch vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgelöscht hätten. Ein Meteorit wäre also nicht nötig gewesen. Es kann ein Supervulkan sein, der ausbricht und große Mengen an Schwefel und Asche in die Atmosphäre spuckt. Vielleicht hat der Meteorit nur das Unvermeidliche nur beschleunigt. Kommen wir jetzt nun zu einer interessanten Frage. Könnte die Menschheit einen Meteoritenschlag wie diesen überleben? Damals keine Chance. Offensichtlich nicht. Aber wenn so etwas in unserer Zeit passieren würde? Dank unseres fortgeschrittenen Intellekts und der entwickelten Technologien haben wir ein Frühwarnsystem. Der Kosmos ist mit Sonden und Satelliten gefüllt, die uns vor möglichen Meteoriten warnen. Es gäbe keinen Überraschungsmoment und wir könnten uns tief unter der Erde verstecken, um der Druckwelle und den Tsunamis auszuweichen. Und du bräuchtest dort unten genug Nahrung für mindestens ein Jahr. Und vergiss das Toilettenpapier nicht. Also, mit der richtigen Vorbereitung hätte die Menschheit eine Chance. Das Hauptproblem ist, den globalen Winter zu überleben, der zwangsläufig eintritt, wenn die Asche den Himmel bedeckt. Aber unsere Spezies kann damit umgehen. Frag einfach die Bewohner der Kleinstadt Olmyakon in Russland. Die Stadt mit 500 Einwohnern hält den Guinness-Weltrekord für den kältesten bewohnten Ort der Erde. Sie haben gesehen, dass das Thermometer minus 68 Grad Celsius anzeigt. Wie steht es mit der Rettung der Pflanzen- und Tierwelt? Unsere Spezies arbeitet schon seit langer Zeit daran. Es gibt ein Welt-Saatgutlager auf Svalbard Island. Dieses Lager befindet sich etwa 40 Stockwerke unter der Erde und kann über 2 Milliarden Proben aufnehmen. Der Standort wurde wegen des Permafrostklimas und der geringen tektonischen Aktivität gewählt. Alle Tiere des Planeten zu retten, wäre eine schwierigere Aufgabe. Vielleicht würde Gentechnik, Klonen oder etwas anderes funktionieren. Aber sie alle in einen Bunker treiben? Ich meine, Krokodile, Bären und Schlangen? Also, ich würde mein Glück lieber an der Oberfläche versuchen.